Augsburgs Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis steht vor einem Wechsel zu Stoke City in die Premier League. Es läuft darauf hinaus, aber es sind noch keine Fakten geschaffen, sagte FCA-Manager Stefan Reuter am Mittwoch zu dem bevorstehenden Leihgeschäft. Für den griechischen Nationalspieler ist es das Ende einer frustrierenden Zeit. Am Mittwoch fehlte Stafylidis bereits beim Training in Augsburg und befand sich in England. Die Leihe zu Stoke City ist zwar noch nicht offiziell, nach Kicker-Informationen steht der Abschluss aber kurz bevor. Am Abend postete Stafylidis auf Instagram ein Foto von sich mit dem Logo der Premier League daneben. Zunächst hatten griechische Medien über den Deal berichtet, demnach soll die Leihgebühr bis zum Saisonende 600.000 Euro betragen. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger beim FCA, in 27 Spielen erzielte der Mann mit dem linken Hammer 4 Tore. Doch daran konnte Stafylidis in der laufenden Saison nicht anknüpfen. Im Sommer hatte er während der Vorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen, er war nicht wirklich fit, und verlor er seinen Platz an Philipp Max, der zum besten Vorbereiter der Liga, 10 Assists, aufstieg. Stafylidis wollte schon im August unbedingt weg aus Augsburg und beförderte sich damit letztlich auch selbst ins Abseits. Ein Wechsel zum Hamburger SV scheiterte, Stafylidis musste bleiben und saß anschließend fast nur noch auf der Bank oder der Tribüne. Zwei Kurzeinsätze in der Hinrunde sind für ihn eine frustrierende Bilanz. Nun versucht er einen Neustart bei Stoke City. Beim abstiegsgefährdeten Premier League Club will Stafylidis Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2019. Ob und wie es für ihn im Sommer in Augsburg weitergehen könnte, hängt wohl auch von seinem Konkurrenten ab. Max ist international begehrt und über das Saisonende hinaus wahrscheinlich nur schwer in Augsburg zu halten.